Hey Gamers da draußen, willkommen bei Key Money Me. Hier dreht sich alles um den virtuellen Sport. Holt die Controller raus, denn wir stürzen uns in epische Matches, taktische Meisterleistung und Jubel über großartige Tore. Lasst uns gemeinsam das Spielfeld dominieren und das Stadion zum Beben bringen. Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge, die Folge 3 jetzt des So Rare Road to Glory. Und hier seht ihr schon, die Ergebnisse, die wir erreichen konnten, wir sind deutlich aufgestiegen zu den vorhergehenden. Das war die 97. Da waren wir noch deutlich abgeschlagen. Diverse Fehlentscheidungen, die wir gemacht haben mit Captain-Auswahl, hatten uns da nicht viele Punkte eingeholt. Aber jetzt in der 99er-Version sind wir schon ziemlich gut. Die Premier League war sehr gut. Da haben wir den Captain optimal ausgewählt. Ich habe mir das Spiel dann auch angeschaut. Hier Mitoma, wirklich eine saugute Spieler, hat sehr viel gemacht für das Spiel, wurde dann ausgewechselt. Ein Tor, eine Vorlage, wirklich optimal ausgewählt, dieser Captain. Von Haaland bin ich dann ein bisschen enttäuscht, nur 40 Punkte von ihm, aber sie haben ja auch den Supercup noch gespielt am Donnerstag. Und dann bei Leno und Diop, da war ich wirklich auch ein bisschen enttäuscht, die haben gegen Brentford verloren, gerade 3:0. Pinnock hat da natürlich viele Punkte geholt. Diop hat sogar einen Fehler zu einem Gegentor gemacht. Das zieht ihn natürlich runter, aber trotzdem 28.000. Französische Liga sehr gut gewesen. Durchschnittsleistungen hier der Spieler. Dann La Liga nicht so optimal, aber auch hier eigentlich mit Oblak eigentlich ziemlich gut der Captain ausgewählt. Bundesliga kamen wir gar nicht rein, da Castells ist wieder super ausgewählt als Captain. Arnold, ziemlich schade, war am Morgen noch krank gemeldet worden. Dann auch hier, da haben wir wieder einen Bock geschossen. Falsche Auswahl des Captains. Hier Messi hat ja den League Cup gewonnen, aber da hätten wir wohl mit anderen mehr Punkten geholt. Aber insgesamt bin ich eigentlich zufrieden, so wie es ausgegangen ist. Und wir gehen dann in die anstehende Woche. Wir starten mit der Serie A. Wir gehen hier auf Bearbeiten. Schauen wir mal an. Wir gehen in den Line-Up-Bilder. Serie A. Also, da spielt Mailand gegen Torino. Neapel gegen Sassuolo. Ja, da denke ich wirklich, gehen wir wieder mit Manja. Die Lorenzo hat viele Punkte gemacht im vorherigen Spiel, ich weiß gar nicht, können wir das Spielstatistik hier genau 86 Punkte, also der hat wirklich saugute Punkte gemacht. Dann gehen wir nochmal hier schauen, eben Neapel gegen Sassuolo ist eben immer noch fraglich. Izzo, dann gehen wir mit Lorenzo wieder. Ist er eigentlich verletzt oder warum hat er letztes Mal nicht gespielt? Ich gehe mal hier schnell schauen. Italy, Serie A. Neapel spielt er. Sollte eigentlich spielen, 80%. Lorenzo, 90%. Ich gehe nochmal hier rein. Castanos gegen Udinese. Ja, wir gehen, glaube ich, mit ihm fix. Okay, gegen Fiorentina. Sassuolo. Ja, wir gehen mit Lorient. Und wie machen wir das jetzt? Ich denke, Neapel wird gewinnen. Ja, wir versuchen es nochmal so. Gehen schnell schauen. Die Lorenzo haben wir gesehen. Da spielt auch. Oriente sollte eigentlich auch spielen. Dann haben wir noch Castanos und Manje. Das können wir schließen. AC Mailand. Ist noch nicht drin, aber der wird sicher spielen. Und dann noch
spielt er jetzt? Salentiaro. Noch gar nichts drin. Ja, da ist noch gar keine Aufstellung, aber ich denke, der wird auch spielen. Als Captain. Gute Frage. Komm, wir gehen mit Lorenzo. Der hat so gut gepunktet. Der hat so gut gepunktet. Also, dann werden wir hier noch Wechsel vornehmen. Da kommt Castanos. Das ist ja der Extra-Player. Ja, nein, das ist der Extra-Player. So, Lorient und mit ihm. Dann Lorenzo. Dann steht unser erstes Team. Bestätigen wir noch. So, dann können wir das ja. Haben wir hier schon? Nein, da haben wir noch keins. Ja, jetzt weiß ich, warum wir das wieder speichern müssen. Nein, nicht der, sondern der. Dann speichern wir das. Also, und dann gehen wir weiter mit der, ja, wir gehen mit der Bundesliga. Da haben wir Castells gegen Köln. Köln, die eigentlich nicht schlecht gespielt haben. Aber wir gehen wieder mit Castells. Ich denke, der wird besser performen. Orban, ich denke, gegen Stuttgart könnte es gut reichen. Die haben natürlich im ersten Spieltag 5 zu 0 gerade gewonnen, aber ich denke, da sollte es Leipzig eigentlich machen. Lofo Meyer, der ist ja jetzt zu Wolfsburg gewechselt, hatten wir von unserem Serie A-Team. Ja, nicht schlechtes Spiel. Ich habe mir das Spiel angeschaut. Arnold fraglich, beziehungsweise wird wohl nicht spielen. Wirtz gegen Gladbach. Ah, wir gehen mal mit Meyer als Stamm. 8. 9. Da müssen wir eh mit Timo Werner gehen. Gehen wir mit Wirtz oder Itakura? Itakura, sehr schönes Tor gemacht gegen Augsburg. Ja, wir gehen mit Itakura. So, und ja, wir versuchen es mit Meier. Wir versuchen es mit Meier. Die Bundesliga haben wir gesagt. Gehen wir hier auf Bearbeiten. Orban. Dann hier gehen wir mal weg, weg, weg. Aber wir können hier ihn gar nicht auswählen. Dann müssen wir halt mit Wirtz gehen. Ist in Ordnung. Okay, und Captain ist. Da kann ich jetzt den Captain nicht mehr auswählen. Wir speichern mal. Okay, jetzt. Und wir gehen. Ja, ich denke, Willi Orban wird ordentlich zu tun bekommen. Dann gehen wir mit ihm als Captain. So, wird's. Timo Meier haben wir da und Itakura. Und Orban als Captain. So, ich gehe trotzdem schnell schauen. Germany, Bundesliga, Köln gegen Wolfsburg. Castells wird sicher spielen. Arnold sollte eigentlich auch spielen. Meier ist nicht ganz klar. Aber hat Arnold, das will ich jetzt schnell schauen. Until. Von Transfermarkt, wir gehen schnell hier schauen. Maximilian. Arnold.
haben wir ihn auch schon. Wo sehen wir jetzt hier? Stats, Injury History, Ill. Okay, das wurde jetzt auch noch hier nicht nachgetragen. Das stimmt auch nicht vom Datum her halt. Ja, wir riskieren es nicht, würde ich sagen. Wir gehen mit der Mannschaft, die wir hier aufgestellt haben. Dann französische Liga. Im Tor. Lille, Nantes, Lafont ist eh noch verletzt. Da können wir eh nicht groß entscheiden. Balois gegen Monaco wird schwierig. Da gehen wir im Talib. Der ist eh gesetzt. Gegen Straßburg, da hat Olympique Lyon halt nicht gut ausgesehen, aber wir gehen so und dann noch mit ihm. Und ich denke, Lille wird schwierig, Straßburg auch ein schwieriger Gegner, wir gehen hier so. Wir speichern das so. Schnell schauen, wie die Teams aufgestellt sind. Ligue 1, Nantes gegen Monaco. Balos sollte eigentlich spielen. Straßburg gegen Toulouse. Wir haben noch keine Aufstellung. Olympique Lyon. Cassette eben wird hier wohl nicht zum Einsatz kommen. Ja, der ist. Wo haben wir ihn? Suspended. Okay, ja, dann wird er eh nicht spielen. Ah, stimmt, der hat ja eine rote Karte bekommen im letzten Spiel. Le Havre. Der wird zu 100% spielen. Also die Leute sind wirklich optimistisch, dass der spielen wird. Dann können wir das gerne so eintragen. Bearbeiten. Dann schauen wir schnell. Mvogo, Talib, das können wir gerade ernten. Und hier dann Palois noch. Und dann sollten auch diese Spieler spielen. Dann gehen wir in die La Liga. Da gehen wir. Ja, ich denke, Oblak wird da deutlich mehr Punkte machen. Betis, ja, wird vielleicht schwierig. Dann. Airujo wird wohl nicht spielen, der ist verletzt. Valverde wird sicher gute Punkte machen können. Moreno wird schwierig gegen den Barcelona. Aber wir müssen mit jemand gehen. Und da denke ich, ja. Form, können wir hier noch etwas schälen? Plot, das ist nur. Ja, wir gehen mit Parejo. Und dann. Ja, ich denke Take. Wir nehmen diesmal Take. Dominguez Pereiro. Hier kommt ja Valverde rein. Take. Und dann. Pereiro hier und Taka ist unser Captain. Dann in die MLS. Die MLS. Im Tor gehen wir, ja, mit Böke müssen wir fast. McIntosh wird wohl auf der Bank sitzen. Dann hier. Ja, wir gehen mit Willey. Und hier gehen wir mit Almada. Gegen Red Bull. Chicago. Ist Chicago gut? Die sind 9. Miami. Ja, wir gehen mit Messi. Wir versuchen es. Und dann Jovanic kommt noch ins Team. Und gehen wir hier schnell schauen. Göki in einem Spitzenkampf. Ja, ich glaube, wir können das riskieren. Wir riskieren es einmal.
So, das stimmt, das stimmt. Da werden wir ihn noch auswechseln. Und Birky als Captain. So, und dann geht es noch in die Premier League. Da Premier League. Dann Arsenal gegen Fulham. Bekommt sicher Leno einiges zu tun. Newcastle gegen Liverpool. Wir gehen mit Becker wieder. Dann Diop hat mir halt wirklich nicht gefallen im letzten Spiel. Mit Thomas. Ja, wir gehen wieder mit ihm. Der hat mir sehr gut gefallen. Haaland wird da sicher auch wieder extrem viele Punkte machen. Und dann gehen wir noch mit Almiro. Und ich denke, Haaland, wenn er wieder in die Form zurückfindet, West Ham gegen Brentford, nein, gegen, wen spielen die? Sheffield United. Ich denke, Haaland wird da wieder seine normalen Punkte machen. So, dann hier stimmt es, hier stimmt es, hier stimmt es, hier gehen wir noch mit ihm. Wieder Haaland als Spieler. Und dann zeige ich euch noch meine Teams. Das sind meine Teams. Wir haben hier die Serie A, aktuell 50.000, Bundesliga auch 50.000, Französische Liga 45.000, La Liga schon 53.000 und die MLS 45.000 und dann noch die Premier League. Da sind schon wieder 64.000 Leute registriert. Darum auch das Preispool bei 300 Leuten. Dann schauen wir mal, ob wir diesmal die Limited-Karte erreichen können. Wir waren kurz dran, die Premier League, eben mit Mioto, konnte mich kurz in die Ränge spielen. Wir waren kurz unter der Limited 4, glaube ich, wir konnten einen Limited 4 holen. Das heißt, wir waren, glaube ich, im besten 200 war das, glaube ich. Nein, unter den besten 165. waren wir. Aber dann ging der Spieltag natürlich noch weiter, vor allem war das Spiel am Samstag. Wird auch heute wieder diesmal so sein. Wieder am Samstag spielt mit Mioto. Aber diesmal hoffen wir auf mehr Punkte. Auch von den anderen Spielen. Das war wirklich, wenn nicht alle einigermaßen gut performen, wird das nichts. Und damit würde ich diese Folge auch beenden. Ich hoffe, sie hat euch auch wieder gefallen. Und ihr verfolgt mich auch weiterhin mit einem Abo auf diesem Weg zu der Road to Glory. Und wenn ihr euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, kommentiert in die Kommentare und bis dann!